Was? Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrenweem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Ein wohlgesinnter Kobold. Ach, jetzt wird er ja sauer. Ach nee, komm. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde. Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Das war gemein. Vielleicht hatte dein Onkel recht. Du weißt nicht, wann Schluss ist. Oh, ich weiß genau, wann's reicht. Unglaublich. Ist ja sauer auf mich, ne? Du glaubst nie, was ich erfahren habe. Ja, was denn? Erzähl mal. Du bist ja sauer auf mich. Aber erzähl mir trotzdem. Was hast du im Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Aber... Es war nicht leicht, aber Crucio war unsere einzige Option. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, hier der schwarzen Magie umzukehren. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Ich will nach dem Relikt suchen. Aber wir sollten es keinem erzählen, vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Wir müssen es ihm sagen. Durch ihn haben wir das Buch gefunden. Und er sollte wissen, was du erfahren hast. Du weißt, wie sehr er die dunklen Künste fürchtet. Ich sage es ihm, sobald ich das Relikt gefunden habe. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Und mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Ominous! Ist eigentlich hilfreich mit seinem Umgang. Wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner! Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Ich werde nicht aufgeben. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß zu schätzen, dass du mich einweihen wolltest. Aber die Suche nach dem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Ich weiß, dass seine Eltern tot sind, aber was ist passiert? Mr. und Mrs. Sallow waren Professoren. Sie verbrachten viel Zeit in der Kellerbibliothek. Immer die Nase in den Büchern. Anne und Sebastian waren oben, als es passierte. Sie hörten ein Krachen und rannten die Treppe runter. Doch es war zu spät. Ihre Eltern lagen auf dem Boden. Durch einen Defekt der Lampe im Keller füllte sich der Raum mit einem nicht nachweisbaren Gift. Sebastian und Anne waren hilflos. Sie konnten noch nicht zaubern. Eine schreckliche Geschichte. Ja, genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Aber. Die Hinweise im Buch wirken vielversprechend. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, scheint vielversprechend.
bis es zu spät ist. Ups. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Nö. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Ich stehe da voll auf seiner Seite. Tut mir leid, Omenis. Ich stehe da voll auf Sebastians Seite. Tut mir leid. Auf Bastis Seite. Das ist jetzt ein bisschen blöd für dich, aber ist mir aber egal eigentlich. So, was haben wir jetzt für eine Aufgabe? Ich weiß halt nicht, keine Ahnung. Aufträge. Oh Gott. Das verlorene Kind. Ich habe jetzt gerade irgendwie keinen Bock. Das ist eine Spinnenquest, ne? Aber wir machen die jetzt eben. Finde die Höhle. Ich hoffe, dass wir da schon in der Nähe waren, irgendwie. Mhm. Ja, es war klar. Weltkarte. Ah, ne, die ist gar nicht so wild. Okay. Okay, dann können wir uns da mal im Teamboard. Perfekt. Sumpfkattler gesichtet. Habe ich das jetzt eigentlich markiert? Ja, habe ich. Okay, dann einmal mit den Bällen schwingen. Wir schwingen uns auf unsere Banane. Habe ich das jetzt überhaupt richtig markiert? Nicht falsch, merke ich doch schon. Ich mache Fortschritt, ich merke meine eigene Dummheit. Oh Gott! War das jetzt ein Hund? Ah ja. Wo ist er denn? Wo denn? Ah, da! Bombarde! Und tschüss. Ah, gut, dann gehen wir mal in die Höhle. Schon wieder falsch, ne? Ist schon wieder viel zu schnell hier unterwegs. Kleine. Ach, guck mal, Hamburger. Hui. Protego. Das muss die Höhle von Taub sein. Ich sollte hineingehen. Bombarda. Bombarda. So. Fiese Unholde. Natürlich eine Spendenquest. Also beziehungsweise eine Hamburger Quest. Also. Hamburger Juchi. Ah, da bin ich, okay. Was so dunkel hier, ey. Könnte nicht statt den Spinnennetzen noch irgendwie Käse da hängen vielleicht oder so? Ja. Tops? Tops? Ja, der ist tot. Deke schickt mich. Bist du hier drin? Wieso komme ich da nicht rein? Achso, deswegen.
mich. Ey. Und das ist auch Kann echt trinken. Mist. Oh, cool. Ich mich nicht hier bei meinem ersten Run so hart vor der Spinne erschreckt. War das nicht hier gewesen? War das nicht hier gewesen? Ich meine, das war hier gewesen. Ich werde es ja gleich sehen. 61. Ja, wir haben besser Lord. So, das. Wieso? Und das ist einfach noch nicht frei. Auch Müll. Auch Müll. Das können wir anziehen. Aber ich will nicht so rumlaufen. So, wir wollen doch gut aussehen hier. Was ist das? Akis, eine Tasche. Eine Tasche. Noch eine Tasche. Okay, wir gehen dann mal weiter, ne? Kapingo! Oh, toll. Ja, das war hier gewesen. Ach komm, leck mich doch. Obada. Ja, es war hier gewesen. Läuft dieser riesen Big Mac da. Immer nicht mehr. So. We made it. Ach ja. Komm, trink! Tops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. Bombarda! Bombarda. Tschüssikowski-Spinne. So, das reicht aber dann auch, ne? Mehr müssen natürlich nicht sein, so. Also Spinne. Und wieder nur Kacke. Wer hätte das gedacht? Pingo! Und tschüss. Muss auf jeden Fall gleich gegen dieses scheiß Riesenspeck. Sehr gut. Es ist immer schlechter. Wenn die Chance besteht, dass das Relikt aus Slytherins Zauberbuch ihr helfen kann, muss ich es finden. Konfringo! Machen wir. Triff mich außerhalb von Feldcroft, in der Nähe der Katakombe. Finden wir. Machen wir. Machen wir, machen wir. So, jetzt weiß ich gar nicht. Das war am besten mit Bombarda. Bombarda! Ne? Okay, doch nicht. Protego! Tschüss. Ach, Spinnies getötet. Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Komm, trink! Okay, dann war es doch der gewesen. Boah. Und scheiß, obwohl ich diese Hamburger Mod auf diese Dinger drauf hab, ne? Hab ich das Gefühl, mir läuft eine Spinne über den Fuß, ey. Rebellion. Oh. Ach komm, komm ich. Will jetzt nicht. So. Ey, das sieht aber ordentlich böse aus, ne? Die ganzen Hamburger da. Mich krabbelt das einfach, ne? Ich weiß ja halt immer noch, dass, ich weiß ja trotzdem, dass es Spinnen sind und das ist doch alles nicht besser. Ja, 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 genau, ja, ja, genau, ja, 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 ja. Hallo. Und da ist unser dickes Ding.
Das geht. Das war's mal mit der Spinne. Pringo. Ich kann mal die Abwehr ein bisschen bringen. Wenn der Meister tops. Nee, okay. Das klingt ja nicht gerade ermutigend. Aber obwohl das jetzt echt vieles. Ägerlich. Weil die liegen halt immer noch hier so, ne? Ja, bleibt mal alles schön da. Tschüss. Ich geh da rein. Ich gehe da jetzt rein und ich hasse Spinnen so sehr. Ich mag keine Spinnen. Ja, genau, hier ist einfach. Heute im Angebot der Big King. Zusammen mit den Big Tasty Bacon. Also eine Fusion zwischen McDonald's und Burger King. Bin halt weit unter dem Level. Kurz hier. Ich finde auch sehr nett, dass die anderen mich gar nicht angreifen. Sehr nett von den anderen. Komm her, du Chickenburger. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ach, egal, scheiß drauf. So. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Warst. Und ich korrigiere nochmal. Burger. Sie war ein Burger. Ja, ich geh. Nee, ich kam von da, ne? Okay, ich muss auf jeden Fall. Komm, trink! Warum ist sie kaputt? Hab ihn geschossen. Boah, manch ehrlich, ne? Okay, eine Kiste lohnt sich richtig. So, von da sind wir gekommen. Von da gekommen. Komm. Dann mischen wir hier lang. Rebellion. Aber sonst war ja jetzt nichts mehr, ne? Nein, nein, nein. Nee. Da oben war noch was, aber. Ja, jetzt sind wir. Konfringo! So. Eine Sache, also. Aus den Spinnennetzen hätte man wenigstens noch irgendwie Käse oder so. Oh nein. Ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist Tops. Jupp. Armer Tops. Allein gelassen mit den Spinnen. Ja. Komme ich mir auch immer vor, wenn ich in den Keller gehe. Bin ich auch immer so ganz allein gelassen mit den Spinnen. Wir müssen jetzt mal hier überlegen. Müssen wir. So. Kohle, hier liegt das ganze Geld. Das ist ja heavy. Will ich da entlang schwimmen? Ich kann. So, Tops haben wir gefunden. Ach, natürlich kommen da wieder Hamburger entgegen. Witzig. Wie gesagt, die Sache nicht besser, glaube ich. Also, ich fühle mich nicht besser dabei jetzt.
Der Altar kommt mir bekannt vor. Ja, wenn wir hier gerade schon ich waren. Bin wohl wieder am Höhleneingang. Tops Meister ist furchtbar. Ja. Die meisten Zauberer, die Hauselfen haben, die haben es nicht so gut. Ist leider Gottes Fakt. Erzähle Dick von deinem Freund. Okay. Dick. Mal ein Schnellreiseprogramm hier. Ich habe noch nicht mal alle Schnellreise-Dinge auf. Ja. Oh, cool. Wo ist Dick? Dick! Who are you? Alter. Where are you? Da. So, ich bin aus der Höhle zurück. Ich bin zurück aus der Höhle, Dick. Wunderbar. Dick hofft, Sie haben Tops von Dick gegrüßt. Es tut mir wirklich leid, Dick. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein. Das hat Dick befürchtet. So lange allein in der Höhle. Armer Tops. Dick und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er starb, wurden wir getrennt. Dick wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Dick ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Dick wird seinen Freund vermissen und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. Es tut mir wirklich leid um deinen Freund, Dick. So. Danke, Sie sind sehr freundlich. Dick braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung ist. Wir haben noch gar nicht den 12. Ne? Ich bin schon wieder 2 Tage weiter. Ich höre einfach. Ich mach. Warum sage ich überhaupt noch was? Bitte sprechen Sie mit Dick, wenn Sie Zeit haben. So. Achso, ich soll noch mal mit Dick reden. Na, komm her. Oh, ja. Hallo, Dick. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Dick dachte, Sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Das weiß ich schon, habe ich schon. Hm. Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Dick schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen. Aber wie finde ich ein paar in der Nähe? Dick hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen sie mit Dick. Jawohl, hab ich schon. Achso, nee, ich muss das teilen. Ich mag diese Tiere. Ich mag diese Tierwesen nicht. Das sind absolut.
Hier ein Tod. Haben wir eigentlich immer noch Ratten im Haus? Also, wir haben immer noch Ratten im Haus. Ist hier nicht so ein Ding? War ein Spätzünder. Ja, vielleicht, oh, dass du nicht zu früh kommst, ey. Das ist, könnte eine sehr, sehr peinliche Situation gegebenenfalls werden. In gewissen Situationen. Wenn mir nur jemand... So. Mal können wir hinfliegen, das... Hey. Können wir hinfliegen, das ist jetzt nicht so weit. Jetzt muss ich trotzdem noch das Ding holen, obwohl... Hallo, lass mich doch landen. Jetzt. Oh, muss ich dafür Geld ausgeben, oder was? Egal, dann kann sie nicht wissen, falls sie nach etwas bestimmt. Wir haben nichts Besseres gefunden, oder? Ups, warte, ich fahre nochmal, bevor ich jetzt hier. Doch, irgendwo. Nee. Ah, ist halt nur noch nicht frei, ne? Ja, kann ich alles verticken. Schauen wir uns mal an, was wir haben. So, was haben wir denn hier? Oh. Guck mal hier, 1000 Öcken. Nun kann ich im Raum ein Zuchtgehege beschwören. Jetzt aber mit den Testralen zurück zu Deke. Das Geld hole ich mir jetzt aber wieder. Nee, Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Ich hab was vergessen. Genau das hab ich vergessen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Revelio. Bin noch irgendwie mit. Also, ein bisschen. So. Was? Hä? Inventar. Kann ich das? Ach, okay, ja doch, ich habe jetzt das Tal schon drin. Habe ich Talent? Nein, habe ich nicht. Das ist hart. Gibt es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Aber da wir ja jetzt sowieso auf dem Rückweg sind, ne? Da war ja auch mal Inkus. Moment, du. Hallo. Dann muss ich mal eben Aufnahmestopp machen.